Zeit hatte ich irgendwie so das Gefühl, du stehst so ein bisschen auf der Abschussliste von Hannes Eder. Der hat ja Woche für Woche immer schlecht über dich gesprochen, bis endlich letzten Freitag eine positive Meldung kam und ein positiver Kommentar. Deswegen bin ich besonders gespannt jetzt, wie Hannes dein Urteil diese Woche für Tom ausfällt. Tom, das ist ja eine super bekannte Schnulze von Michael Jackson, die ja wirklich mehrmals um die Welt gegangen ist. Insofern auch ein schwieriger Gradmesser. Ich bin zu Beginn bis kurz vorm Schluss total begeistert gewesen, weil du die Drama Queen in der Kiste gelassen hast und eine wirklich gefühlvolle Interpretation von dem Song zum Besten gegeben hast, auch eine glaubwürdige, auch wo man merkt, dass du den Song auch fühlst und nicht nur singst. Und ja, das ist einen Applaus wert. Und hinten hast du dann die Kiste, ist die Drama Queen doch wieder rausgekommen. Und das ist jetzt etwas, was ich eigentlich schon länger sagen wollte und gar nicht nur auf dich zutrifft, aber du stehst jetzt gerade da. Es hat bei diesem Song, und das ist schon öfter mir aufgefallen, auch bei anderen Kandidaten, dieser Zwang, der aus dem Inneren rauskommt, dass man beweisen muss, dass man einen Ton mehrere Sekunden lang halten kann, das ist nicht bei jedem Song zwingend notwendig. Bei dem wäre es zum Beispiel gar nicht notwendig gewesen. Mich hätte auch die andere Performance total überzeugt. On balance, im Gesamten ein sehr, sehr guter Auftritt. Wenn ich dich so anschaue, Tom, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist dir besonders nahe gegangen. Ja. Warum denn? Ich habe das Lied von meiner besten Freundin gesungen, weil ihr Freund ist nach Italien gegangen und dann war ich weg und jetzt war sie dann ganz allein. Ja. Achso, und da wolltest du singen, du bist nicht alleine, okay. Denn du bist, egal, auch wenn du ein paar hundert Kilometer weit weg bist von ihr, trotzdem für sie dein Gedanken. Ja. Oh, schön dazu. Jetzt wollte ich mit dir aber eigentlich über was anderes sprechen, da wirst du wahrscheinlich gleich schmunzeln. Du bist ja Modedesigner und da nehme ich mal an, macht man auch viele Skizzen und so weiter von seinen Entwürfen, das gehört sich ja so. Du zeichnest aber auch Bilder ohne viel Textil. Also eigentlich ohne überhaupt irgendwas. Ja, mache ich auch. Aktzeichnungen. Ja. Malst du da nach dem lebenden Modell? Nein, ich habe das bis jetzt immer aus der Fantasie herausgezeichnet. Bei mir ist es so, ich gehe durch die Straßen und dann sehe ich da irgendwie eine Fotografie und denke mir, boah, das schaut ziemlich cool aus und dann setze ich mich da einmal hin und zeichne es noch. Und die Frage, natürlich muss ich auch stellen, sind das jetzt nackte Frauen, die du malst oder nackte Männer? Bis jetzt habe ich nur Frauen gezeichnet. Ja, nur Frauen. Aber wirklich. Männer wäre naheliegend eigentlich, oder? Stimmt, ja. Dass ich dich auf die Idee bringen muss. Du, und was ist jetzt mit diesen Kunstwerken? Liegen die nur zu Hause in der Schublade oder hast du die schon mal ausgestellt? Die waren einmal ausgestellt bei einer Freundin von mir, die war selbstständig und hat ein Geschäft gehabt für so Dekorationsgegenstände. Und da hat sie meine Bilder ausgestellt und ein paar Mitterndorfer haben sich auch erbarmt und ein Bild gekauft. So, du musst nicht so tief starten. Das heißt, du hast eine also große künstlerische Ader als Modedesigner, als Zeichner auch und auch als etwaige Schauspieler, das wäre ja auch etwas, was dich reizen würde, oder? Ja, das mache ich auch sehr gern. Auch sehr gern. Sag mal, in einer Soap, glaube ich, würdest du gerne eine Rolle übernehmen. Warum nicht in einem Hollywood-Film? Nee, ich weiß nicht. Ich war ganz, 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 ganz lang GZSZ-Fan. Und ja, und da denkt man sich halt so einen Nervenzusammenbruch. Wäre schon mal lustig. Aha. So, in der Sendung. Ich meine. Na gut, und welche Rolle oder welche Art von Rolle würde dich denn da reizen? Also eine, wo man einen Nervenzusammenbruch haben kann. Das ja, entweder sowas oder das totale Miststück, glaube ich. Also so, vorher auf süß. Was süßen du? Genau. Bist du so ein Miststück eigentlich? Ist das eine Seite von deinem Charakter, die du dann mal ausleben könntest? Ja, also teilweise kommt schon vor, dass ich nicht so nett bin. Na gut, also wie ist halt diesem richtigen Leben? Ja. Lass uns mal hier ein bisschen Theater spielen. Ja? Können wir gleich mal probieren, ob das so klappt. Also ich sage gleich, ich kann es nicht. Aber angenommen, also wir haben große Dramatik. Und ich muss sagen, Tom, Arabella, ich muss dir noch was sagen. Ich habe ein Kind. Ein Kind von Hannes Eder. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Arabella, ich auch. Was? Du weißt ja wirklich.
Jetzt wissen wir, wer das Mischstück ist. Der da oben, der fährt zweigleisig. Nein, also ich finde, wir waren nicht schlecht, oder? Ja. Wir waren nicht schlecht. Also wir hätten gerne das Saalvoting, wir sagen mal gerne dazu das Saalvoting. Nicht für unsere schauspielerischen Fähigkeiten, sondern für deine alleinige gesangliche Performance. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Tom. Dankeschön. Ab mit in den Backstage-Raum.